Freddie Quinn war der Superstar in den 50er und 60er Jahren. Durch Lieder wie Heimweh, die Gitarre und das Meer oder La Paloma sowie seine Seemanns- und Abenteuerfilme wurde er zu einem echten Idol. Geboren wurde Freddie Quinn am 27. September 1931 im österreichischen Niederflattnitz. Zwischen 1956 und 1966 hatte er ganze 10 Nummer-1-Erfolge in der deutschen Hitliste. Zudem schaffte er es, rund 60 Millionen Schallplatten zu verkaufen und somit zum erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger seiner Zeit zu werden. Doch er war nicht nur Schlagersänger, sondern auch Schauspieler. Freddie war unter anderem in Die wilden 50er und Haie an Bord zu sehen. Auch in einer Folge von In aller Freundschaft aus dem Jahr 2004 spielte er mit. Seit vielen Jahrzehnten lebt der Musiker in Hamburg. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin Lilly Blessmann im Jahr 2008 zog sich Freddie Quinn aus der Öffentlichkeit zurück. Doch wie geht es ihm heute? 2019 gab er zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Interview. Gegenüber Bild sprach er über seinen neuen Alltag als Rentner und seine neue Liebe. Der Wahlhamburger ist heute mit seiner neuen Partnerin Rosi glücklich, die er laut eigenen Aussagen bereits seit den 70er Jahren kennt. Wir können morgens ohne Probleme 2 Stunden lang frühstücken. Uns wird nicht langweilig. Rosi malt sehr gern und sehr gut. Ich repariere kaputte Uhren. Ich habe da ein kleines Sortiment. Und die repariere ich. Lager sauber machen und die Zapfen schön reinigen. Und wenn's dann wieder läuft, sitze ich zufrieden vor meinem Werk. Man muss sehr viel Ruhe mitbringen. Daran habe ich Spaß, so Freddie im Bild-Interview. Das Reisen gehört zudem zu den Lieblingsbeschäftigungen des Paares. Zusammen waren Freddie und Rosi schon in Asien und Afrika. Über seine Träume und Ziele verrät der einstige Schlagersänger gegenüber Bild weiter: Ich habe ja alles erlebt. Mein großer Wunsch: gesund bleiben. Ich will noch denken, mich verständigen können. 2021 wird Freddie Quinn seinen 90. Geburtstag feiern. Wir sind gespannt, ob uns die Musiklegende noch weitere Einblicke in sein Leben gewähren wird.